Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Idee, nach der jeder Mensch jeden Monat Geld vom Staat bekommt. Egal, ob er bedürftig ist oder nicht. Und ohne Gegenleistung. Egal, ob Arbeiter, Millionär oder Kind. Auch wer arbeitet, bekommt es. Zusätzlich zum Lohn. Das bedingungslose Grundeinkommen ersetzt dann auch mehrere andere Sozialleistungen. Aber warum ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ein Hauptargument der Befürworter: Es nimmt den Zwang, seine Existenz entweder durch Arbeit oder durch Sozialhilfe sichern zu müssen. Und das ermöglicht jedem Menschen ein würdevolles Leben. Der Leistungsdruck würde zurückgehen und jeder könnte sich die Arbeit suchen, die ihm Spaß macht und ihn motiviert. Weitere Vorteile: Wer finanzielle Sicherheit hat, versucht leichter, seine Träume zu verwirklichen, wird kreativer. Die Folge? Ganz neue und innovative Berufe können entstehen. Ob ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt finanzierbar wäre, darüber gehen die Meinungen und Studien auseinander. Jedenfalls müsste das Steuer- und Sozialsystem grundlegend verändert werden. Wie? Dazu gibt es unterschiedliche Modelle. Aber wenn keiner mehr arbeiten muss, was passiert dann mit den unattraktiven Arbeiten? Wer macht die? Keiner, befürchten Kritiker. Oder dass Arbeitgeber stattdessen illegale Einwanderer oder andere Menschen in Not einstellen würden. Nein, solche Jobs würden dann eben besser bezahlt oder automatisiert, argumentieren die Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens. Die Kritiker glauben also, dass der Mensch grundsätzlich Druck benötigt. Die Befürworter sehen den Menschen, der sein Leben aktiv gestalten will. Kaum das Licht der Welt erblickt, gibt's schon 1.000 Euro Grundeinkommen. Wäre das jetzt besser oder schlechter als bisher? Ein Rechenmodell. Nehmen wir an, alle Einwohnerinnen der Bundesrepublik bekämen monatlich 1.000 Euro. Das macht 83 Milliarden und im Jahr fast 1 Billion, die der Staat ausbezahlen müsste. Das ist dreimal so viel wie der gesamte Bundeshaushalt. 2018 rund 340 Milliarden. Dieser Vergleich hinkt aber, denn der Staat zahlt zusätzlich Rente, Arbeitslosen- und Kindergeld. Im Jahr 2017 ganze 965 Milliarden an Sozialleistungen. All das soll im Modell in einer Basissozialversicherung für alle aufgehen. Zur Finanzierung müssten die Steuern drastisch erhöht werden. Zum Beispiel die Einkommenssteuer auf 50 bis 70% für alle. Wie viel bleibt uns dann noch? Rechnen wir mal mit satten 70%. Ludwig und Tina gehen zur Schule. Die beiden selbst bekommen jetzt kein Geld vom Staat, aber ihre Eltern. Etwa 200 Euro Kindergeld pro Nase. Angenommen, die Eltern verdienen zusammen 6.000 Euro im Monat. Mit Kindergeld bleiben ihnen derzeit netto, nach Steuern und Sozialversicherung, etwa 4.300. Im Grundeinkommensmodell mit 70% Steuern blieben netto nur 1.800. Aber dazu kommen ja die 4 mal 1.000 Euro, macht 5.800, also 1.500 Euro mehr. Jonas hat gerade als Bürokaufmann angefangen. Er verdient brutto 2.000 Euro im Monat. Netto bleiben derzeit 1.400. Im Grundeinkommensmodell wären es zwar nur 600 netto, aber plus 1.000 Euro Grundeinkommen. Dann hätte Jonas 1.600 Euro. Magda hat als Wirtschaftsinformatikerin einen Top-Job gelandet und bekommt 8.000 Euro brutto im Monat. Davon gehen derzeit etwa 3.500 Euro Steuer- und Sozialversicherung weg. Bleiben 4.500. Bei 70% Abgaben wären es netto nur 2.400. Mit Grundeinkommen 3.400. Magda hätte also 1.100 Euro weniger als jetzt. Anders als unser Rechenmodell würde ein reales Grundeinkommen zwar vermutlich nicht nur über die Einkommensteuer finanziert, aber machbar wäre es.